Ja, hallihallo Leute, willkommen mal wieder zu den Bauforum 24 News an einem wunderschönen Montag, der heute geprägt ist von einer gewissen Geschäftigkeit hier im Betrieb. Denn wir haben viele Termine. Wir waren letzte Woche eigentlich kaum hier, wir waren viel unterwegs und diese Woche sind wir auch unterwegs und nächste Woche auch. Trotzdem will ich es nicht versäumen, euch ein paar Updates zu geben, eine Wasserstandsmeldung und ein paar Neuigkeiten, die auf uns zukommen. Und bei denen wir alle zusammen viel Spaß haben werden, das verspreche ich euch. Außerdem geht es diesmal auch noch um gleich zwei Gewinner unseres Gewinnspiels, weil wir haben ein Gewinnspiel für Instagram gemacht und natürlich wieder Zuschauerfrage der Woche auf YouTube. Später dazu mehr. Wen jetzt die Zahl der Ereignisse erschlägt, dem empfehle ich mir auf Instagram zu folgen oder zu followen, weil dann seid ihr immer quasi live dabei, wenn wir unterwegs sind. Und da war letzte Zeit wieder einiges. Ich war zum Beispiel vorletzte Woche mit dem lieben Jean-Pierre bei Zeppelin in Paderborn. Die haben dort 25-Jähriges gefeiert und ja, wir haben uns das nicht nehmen lassen, da mal vorbeizuschauen. Jean-Pierre hatte wieder ein schönes Kfz dabei und wir hatten auch schon bei der Anfahrt viel Spaß. Blende ich euch gerade mal ein. Das ist smooth. Okay. So, habt ihr gesehen, 3,7 Sekunden mit Launch Control ist was Feines. Empfehle ich euch mal reinzugucken, blende ich euch gerade mal ein. Dann waren der Darisch und ich auf Kreta, mal einen Kurztrip nach Kreta gemacht, nach Griechenland. Wir haben die Kollegen von BKT getroffen, die machen Reifen zum Beispiel für Agrar, aber auch Erdbewegung. Und ja, die haben uns ein paar News näher gebracht. Und da haben wir uns mit dem Rajiv Podda unterhalten. Das ist die dritte Generation von BKT und BKT ist in Indien einer der größten Industrieunternehmen. Auch ganz interessant. Vor allen Dingen aber hatten Darisch und ich Spaß, weil wir haben die Insel noch ein bisschen von außen gefilmt quasi. Wir sind mit dem Boot nochmal rumgedüst. Aber auch mal wieder so ein klassischer Fall, wie unser Arbeitsleben aussieht. Wir sitzen einen Tag im Flugzeug, fliegen dahin, drehen dann da einen halben Tag und dann fliegen wir wieder weg. Und das machen andere als Urlaub. Das ist manchmal ein bisschen abgefahren. Diese Woche fliegen wir, glaube ich, nicht. Fliegen wir diese Woche? Nee. Morgen zum Beispiel fahren wir ganz früh nach Frankfurt und da fahren wir in das und da gucken wir uns das ehemalige Commerzbank-Hochhaus an. Das wird umgebaut, steht unter Denkmalschutz, wird aber umgebaut in neue Büroräume. Mehr weiß ich auch noch nicht. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Dann waren wir ja letzte Woche Freitag, gab es übrigens einen neuen on the job. Da war ich in Ulm und habe den Thomas Zink getroffen, seines Zeichens Gartenlandschaftsbauer. Der hat einen Spielplatz dort gebaut, war auch interessant. Und ich konnte mal so einen alten 69er Chevy Pickup fahren. Blende ich euch mal gerade oben ein. Vor allen Dingen der Thomas, ein cooler Typ, kam auch bei euch Zuschauern gut an. Laut den Kommentaren, wer es noch nicht gesehen hat, reinklicken. Dann ist die Zeit hier im Büro momentan noch gespickt mit Bewerbungsterminen, mit Bewerbungsgesprächen, weil ich hatte ja den Aufruf gestartet an euch, uns zu supporten im Bereich Werkzeug, Tool-Reviews und so, dass wir da noch ein bisschen Support brauchen. Und da haben sich einige gemeldet. Da habe ich gerade ein paar interessante Gespräche und dann kommt ja ein neuer Jahrgang an Azubis, da sind wir auch gerade dabei. Deshalb habe ich auch gar nicht viel Zeit, weil Max, in genau 17 Minuten habe ich das nächste Gespräch. Und dann muss ich auch wieder noch weg, dann habe ich noch einen Termin auswärts. Und am Mittwoch fahre ich dann mit dem anderen André, also den André aus Südafrika und die Malina und der Jean-Pierre. Wir fahren alle zusammen ganz in den Norden nach Ahrensburg. Das ist irgendwo so Lübecker Raum. Und da drehen wir im Ausbildungszentrum der Bauindustrie. Da machen wir für euch mal so ein Filmchen und schauen mal, was denn so eigentlich das heißt, Ausbildung im Baugewerbe. Und wenn wir damit durch sind, dann fahren wir am Freitag zu Zeppelin nach Hamburg. Die feiern 50-Jähriges. Da vertreiben wir uns dort ein bisschen die Zeit. Schauen wir uns da mal um. Genau. Vielleicht ist ja jemand von euch aus Hamburg, schaut da mal rein, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich ja für euch den Crafter getestet. Das Video ist gerade bei mir in der internen Abnahme, geht dann auch die Tage raus. Ich habe euch auch, zu meiner Schande muss ich gestehen, gesagt, dass ich den Hilti schon durch die Post-Production habe, aber weil wir die letzten beiden Wochen auch nur unterwegs waren, habe ich den noch nicht fertig bearbeitet. Das heißt, es dauert noch ein
paar Tage. Dann die nächste Woche, am Montag, Dienstag, sind wir in Schweden bei Volvo in Eskilstuna. Da gucken wir uns Volvo-Neuheiten an. Da gibt es neue Dumper. Ich glaube, es gibt auch einen neuen Kurzheckbagger, 35-Tonnen-Klasse. Mehr weiß ich noch nicht. Aber wir haben auch wieder ein lustiges Programm, erstmal mit Anreise und dann vor Ort. Wir schauen mal, ich kann vielleicht auch mal in die Fabrik reingucken, in die Fertigung. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Auf jeden Fall halten wir euch auf dem Laufenden, auch bei Instagram. Also wer mir noch nicht folgt, blenden wir euch gerade nochmal ein. Wenn ihr mich abonniert dort, ich hau immer Sachen raus. Ich habe übrigens jetzt auch eine komplette Datenflatrate. Ich habe nämlich gemerkt, dass auf meinem Handy meine 6 oder 8 GB überhaupt nicht mehr ausreichen, seitdem ich so viel auf Instagram mache. Und jetzt habe ich einen Tarif gewechselt bei der Telekom. Jetzt habe ich wirklich Full Flat und sogar im Ausland 23 GB. Das sollte reichen. Leute haben mich gefragt, wie ich mit meinem neuen Handy zufrieden bin. Huawei P20 Pro. Kann ich ja mal ganz kurzes Feedback geben. Das Ding ist der absolute Hammer. Was ich eigentlich nicht gut finde, ist, dass sie den Kopfhörerausgang hier sich gespart haben. Kann ich nur Kopfschütteln. Warum macht man sowas? Ne? Macht das Leben eigentlich kompliziert. Und wenn du es auflädst, kannst du nicht gleichzeitig mit dem Kabel gebundenen Kopfhörer hören. Hat der Induktionsladung? Hat der Induktionsladung? Nee, der hat, glaube ich, keine Induktionsladung. Dann kannst du nicht laden und... Ich meine nicht. Na, scheiße. Die Samsung haben ja Induktion. Die meisten mittlerweile. Ich glaube, iPhone hat mittlerweile auch Induktion. Die hatten es ja lange nicht. Ich glaube, die neuesten haben das. Ja, ab iPhone 8 kann sein, ja. Aber was echt der Wahnsinn ist, ist hier die Kamera. Also die Kamera, die hat so drei Objektive. Wahnsinn. Also echt, echt krass. Die hat da so einen Modus, wo du irgendwie aus der Hand auch so Langzeitbelichtung machen kannst. Und das funktioniert echt krass gut. Ich habe auch auf der Insta-Story letzte Woche aus Griechenland da so ein paar Sachen nachts gemacht. Mega. Und das Ding ist aber so glatt, du brauchst eigentlich hier so ein Sleeve, so eine Hülle, weil sonst rutscht dir das aus der oder rutscht überall runter. Also kannst du nirgendwo hinlegen, es rutscht immer sofort runter. Du hast irgendwie nie Handyhüllen, glaube ich. Ich habe dein Handy noch nie in der Hülle gesehen. Doch, ich habe tatsächlich hier so eine Silikonhülle, aber dann passen teilweise die Kopfhörer hier nicht vom Stecker. Ah, okay. Also deshalb habe ich jetzt gerade keine Hülle. Nee, super Teil. Also kann ich empfehlen, wer beste Kamera sucht. Und zum Thema Handy, ich noch was hier gekriegt. Das neue S61 von Cut, das hat einen Luftgütesensor. Und das zeigt hier gerade an, dass hier alles grün ist. Also die Luft ist rein. Aber das Lustige ist, jetzt zum Beispiel hier wir versprühen mal hier einen guten Duft, ne? Pass auf. Ein bisschen hier eindieseln. So, sofort, guck mal, wie schnell der das checkt. Sofort geht's auf Orange, so schlechte Luft. Mal gucken, ob er gleich auf Rot geht. Ja. Ungesund. Ungesunde Luft. Guck mal, Lotte kommt auch schon an. Na? Ist ungesunde Luft, ne? Oder vielleicht hat der Hund ja auch Blähung oder so. Hoffentlich nicht. Nee. Weil wenn die Lotte furzt, dann kannst du aber stiften gehen. Lotte, du störst gerade die News. Interessiert sie nicht. Ja. Okay, wir schauen uns das Ding mal an eine Weile und dann geben wir euch eventuell nochmal ein Feedback. Für ein Review habe ich jetzt momentan keine Zeit aktuell. Dann waren wir noch bei Bosch, hatte ich schon angekündigt. Die Videos sind im Prinzip fertig, muss ich noch abnehmen. Dann sind wir nach Volvo, fliegen wir aus Schweden direkt nach Österreich. Da sind wir bei Wacker Neuson. Die Geräusche, das ist übrigens der Hund hier, der hier gerade abgeht. Zeig mal. Ja, gönn dir, ne? Der Hund gönnt sich. Da sind wir am Mittwoch in Linz in Österreich bei Wacker Neuson. Da ist das Wacker Neuson Universe, so ein Event. Da drehen wir auch was für euch. Dann sind wir am Donnerstag bereits wieder in Stuttgart oder im Stuttgarter Raum irgendwo auf der A8. Da ist irgendwo eine Tunnelbaustelle und da sind wir bei Mercedes und gucken uns mal die LKW von Firma Fischer im Baustelleneinsatz ein. Dann bin ich Freitag tatsächlich mal kurz im Büro, Klamotten wechseln. Und dann sind wir Samstag, Sonntag in Slowenien bei Mercedes und da fahre ich erstmalig die neue X-Klasse als V6 endlich mal.
Da gab es ja auch bei dem letzten Video viele Kommentare von wegen, ja, das ist ja doch ein Nissan Navara. Und ich werde dieser Frage nochmal so genau auf den Grund gehen und vor allen Dingen letztendlich mit dem V6 ist es absolut kein Nissan Navara mehr, weil da eben ein ganz anderer Motor drin ist. Aber ich bin gespannt, wie er sich fährt. Ich werde es euch wissen lassen. Ich würde mich auch demnächst freuen, vielleicht den Amarok mal als V6 zu fahren. Ist allerdings momentan schwer dran zu kommen. So, und dann sind wir auch im Prinzip schon in den nächsten News. Das heißt, das war mal ein kurzes Wrap-up, was hier gerade los ist. Werkzeugtechnisch, wie gesagt, wir gucken gerade, dass wir uns da hier so durchschaufeln, aber ich bin fast nur unterwegs. Ich tue, was möglich ist. Urlaub, Jahresurlaub eh schon abgesagt, Kinders. Aber ich habe gerade noch was Neues bekommen. Das kann ich euch ja mal zeigen. Das ist der neue Bosch FlexiClick. Basiert offensichtlich so ein bisschen auf dem GSR 60, hat eben dieses Klicksystem und erstmalig hier Metallbohrfutter, macht einen schönen Eindruck und es gibt einen Winkelaufsatz und einen Exzenter. Ich glaube, den Exzenter gab es schon vorher, aber nicht den Winkel und wieder den Bohrhammeraufsatz. Der Bohrhammeraufsatz ist aber mechanisch, das ist kein pneumatischer. Ich bin gespannt, aber ich kann euch noch nicht sagen, wann ich dazu komme. Ich würde erstmal so sagen, so vor Juli wird das nichts. Vor Weihnachten wird das nichts. Vor Weihnachten. Und dann gibt es noch einen Ausblick auf einen Ausblick und noch ein kurzes Update. Und zwar, ich hatte euch gesagt, dass wir den Mercedes GLE 400 demnächst hier in der Redaktion haben zum Test. Ja, du hast dich auch gefreut, ne? Das hat der Hund, guck mal, der Hund ist so total gut gelaunt. Komm her, hier. Du bist jetzt viel entspannter. Guck mal, der Hund ist viel entspannter als bei unserem Best-of, bei unserem Q&A oder so. Wir hatten um Weihnachten rum. Ja, ja. Linke ich mal gerade, da war sie nicht so entspannt, da hatte sie keinen Bock hier zu bleiben. Zwar ist der GLE jetzt kurzfristig abgesagt worden, ich vermute mal, das ist aber auch nicht so wild, denn so wie ich erfahren habe, gibt es einen Verkaufsstopp. Viele Autohersteller haben ja momentan das Problem, dass sie die neuen Abgasrichtlinien nicht einhalten können, ohne große technische Änderungen. Und viele Autos sind halt ja momentan von einem kompletten Verkaufsstopp betroffen und darunter auch der GLE 400. Das heißt, den werdet ihr nicht sehen. Ich frage die Kollegen bei Mercedes nochmal, ob sie eine Alternative für uns haben, denn ich weiß ja, ihr findet die ganzen Pickup-Tests und die SUV-Tests gut. Was zum Beispiel auch gerade richtig abgeht, kann ich nochmal verlinken, ist der Test vom SQ7. Da waren im letzten Monat allein 700.000 Minuten Watchtime. Das ist ein Brett, ne? Schon sehr krass. Ja, also ist momentan eines der Top-Videos bei uns auf dem Kanal, was die Watchtime anbelangt. So, und dafür bekommen wir aber die Woche nach der Mercedes-Veranstaltung ja den Navara Pickup, den Nissan Navara, und zwar als Automatik. Ich hatte den ja schon mal getestet als Schalter, aber wir bekommen den jetzt nochmal als Automatik. Und dann haben wir noch ein Preview, das ist aber erst im August, und zwar werden wir zum Summer Breeze Festival fahren. Ich und der Herr Krämer, wir werden da eine lustige Zeit haben für euch, mit euch. Wir werden den Aufbau begleiten im Auftrag der Kollegen von Zeppelin Rental. Das heißt, Jean-Pierre und ich, wir werden da so ein bisschen mit anfassen, gucken, dass die Kollegen da den Job ordentlich machen. Und wir werden auch während des Festivals werden wir auch sehen, dass alles läuft, dass alles planlos vonstatten geht. Und wer jetzt noch nicht weiß, was das Summer Breeze Festival ist, das ist was eher so für die härtere Gangart. Blenden wir euch gerade mal ein. Fuck this shit, I'm out. Also da freue ich mich richtig drauf. Das heißt, wir werden da richtig mit Wohnwagen, mit Wohnmobil, werden wir da aufkreuzen, werden da auf dem Campingplatz uns so ein kleines Camp einrichten und werden dann vor Ort auch für euch berichten. Und da freue ich mich riesig drauf. Der Kollege hinter der Kamera, ne? Du kommst auch mit. Ich komme auch mit, ja, ich freue mich drauf. Michael hat gesagt, er freut sich auch riesig drauf, weil er tatsächlich ein Metal-Fan ist. Michael kommt auch mit, geil. Ja. Also wir werden da Spaß haben. Ja, arbeiten wird ja schwerfallen, ne? Arbeiten wir überhaupt? Wir arbeiten noch gar nicht. Ja, hast recht. Ne?
Wir sind doch YouTuber, verdienen dicke Kohle. Ne? Wir chillen ja nur. Und können eh nichts. Ja. Ja. Ich würde sagen, Max, du kommst auch mit? Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber da mit so Polohemden können wir da nicht auftauchen, oder? Wieso, meinst du, ist zu schick? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das muss ein bisschen härter sein. Puh, weiß ich nicht, hier vielleicht mal hier so ein Kettensägen-Massaker-T-Shirt. Kannst du mir besorgen? Ja, sehr kann ich das besorgen. So ist besser? Ja, so ist besser. Ja? Ja. Steht hier. Ne? Neue Frise. Ich sag nur, Metal is forever. Nee, wie macht man so? Ne? Metal-Leute. Hä? Metal-Leute, kennst du es nicht? Metal-Leute? Kennst du nicht Drachenlord? Metal-Leute. Man grüßt aber auch, ne? So, ne? Ja, das ist der Summer Breezer. Metal is forever! Aber du siehst auch geil aus. Ja, findest du? Ja, hier, guck doch. Wunderbar. Hello there. Ich struggle hier noch ein bisschen. Ich habe nicht so oft lange Haare. Egal, du hast Iron Maiden-Shirt. Ja, geil, ne? Geil. Aber die spielen nicht. Die spielen nicht? Beim Summer Breeze, nee. Ach, aber Scheiße. Cannibal Corpse spielt. Cannibal Corpse ist geil. Ja. In diesem Sinne, Leute, in diesem Aufzug mache ich jetzt gleich nochmal die Gewinner von unserem Gewinnspiel. Und zwar auf meinem Instagram-Account habe ich euch ja gefragt, was gefällt euch besser, Crafter oder der Sprinter? Und es war ganz interessant, 61% votieren für den Crafter, 39% demnach für den neuen Sprinter. Fand ich eigentlich ganz interessant, auch ein paar interessante Erfahrungen drunter. Guckt es euch ruhig nochmal an. Und den Gewinner in Instagram für den Bosch Akkuschrauber, das ist der Webster Berlin, der User. Meld dich, schreib mir eine Direct Message und dann geht das Teil diese Woche an dich raus. Und dann habe ich ja auch wieder eine Frage an die Zuschauer gestellt. Da ging es um das Verhalten im Straßenverkehr von anderen Verkehrsteilnehmern. Was stört euch? Was findet ihr vielleicht gut? Sehr populäres Thema war da das leidige Thema Rettungsgasse. Soll man ja gar nicht meinen, aber ist wirklich bei vielen noch nicht so angekommen. Und da hat der Zuschauer Director Orson Krennic, offensichtlich ein Star Wars Fan, ich glaube das ist Star Wars, ne? Schreibt uns mal, weil ich bin da auch nicht so fit im Thema. Jetzt auch schon die nächste Frage der Woche. Und das ist hier passend zu meinem tollen Outfit. Die Frage, was habt ihr eigentlich für Musikgeschmack? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. Wir haben ja mittlerweile sehr viele News schon gedreht. Ja, stimmt. Aber schreibt mir einfach mal, was ihr gerade so für Musik hört, ob ihr vielleicht auch etwas die härtere Gangart habt oder ob ihr vielleicht schon mal auf einem Festival wart, wie dem Summer Breeze, oder vielleicht seid ihr sogar da. Dann sollten wir uns mal treffen, ne? Im August. Es hat auch gerade geklingelt, jetzt muss ich ins Bewerbungsgespräch. Der wird sich wundern und tschüss. Ja, guten Tag. Ja, Bockschnitt.